Ja, einen herzlichen guten Abend. Ich hoffe, Sabine lässt uns nicht warten. Ich habe sie eben schon angerufen und sie meinte ruhig zu mir. Ganz ruhig. Ja, mal gucken, wann sie kommt. Was haben wir hier für eine bewegte Zeit, oder? Es ist so dermaßen dramatisch zu dieser Zeit, was wir für Nachrichten kriegen, was wir für Fake News hören, was wir für Angebote überhaupt überall bekommen. Es ist wirklich ganz schön wild und ganz schön verrückt, sodass man sich kaum selber noch durchfindet, wenn wir ja nicht unseren Herzradar hätten, gell? So, jetzt kommt sie. Ja, super, Sabine. Wir warten schon. Ein herzliches Andrea, hi. Ich hoffe, du hörst mich. Ja, ich höre dich. Wie kommt bei euch der Ton an, ihr Lieben? Ich habe nämlich jetzt noch kein Ohrgesteck drin. Ist der Ton trotzdem gut bei euch? Schreibt mal rein, bitte. Sabine, du hörst den Ton gut, ja? Ich kann dich gut hören und bei mir zickt wieder hier die Technik ein bisschen raus und rein. Wir werden es hinkriegen, wie immer. Ja, wenn nicht, mache ich mein Video dann aus. Ich mache nur einen Ton an. Genau. Das geht ja dann auch. Bei mir ist alles gerade immer noch recht milchig. Also da steht das Bild nicht gut. Ich hoffe, wahrscheinlich bewege ich mich für euch auch nicht, oder? Also dein Bild steht. Doch, 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 doch. Doch, du bewegst doch, dich. Also ich sehe dich sehr gut hier. Okay. Gut. Ja, alles dann gut, schreiben sie hier. Gut, hält, super, perfekt. Behält sich wunderbar. Mein Rechner vor, mich nicht hier zu bespaßen. Naja gut, ist egal, ich sehe es eh nicht gleich. Ich grüße euch auf jeden Fall alle. Da ist es schon weg, hätte ich es doch nicht gesagt. Mussten mal ein bisschen tätscheln. Ja, der Rechner wieder, ne? Ich habe extra mein dickes Internetkabel hier reingeschmissen. Und dass die Verbindung auch gut läuft. Dann werden wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich würde mal vorschlagen, wir machen schon mal eine schöne Stabilisierung im violetten Strahl und im rosa Strahl natürlich, umhüllt mit goldenem Licht. Und erlauben gleichzeitig den kosmischen Lichtkräften uns zu unterstützen. Auch und gerade bei der Technik. Alles zu synchronisieren. Ich merke immer wieder, was da wirklich los ist, was da reinkommt gleich, ne? Wenn wir uns einfach hier so gemeinschaftlich nur auf so eine ganz kleine Geschichte mal einlassen, ne? Jetzt kommt sie. Hallo, hallo. Alles klar? Hi. Alles klar, wir auch. Ja. Macht ja nichts, wir können uns ein paar Mal begrüßen, ist ja auch schön. Ja, mein Gott, ich bin im Moment dabei, einen Videobeitrag zu machen für diesen Videokanal, den ich habe. Und da falle ich ständig, klappt die Technik nicht. Und ich glaube auch, er wird geblockt, wenn ich ihn dann wirklich hochlade. Also, das ist gerade die Zeit. Es ist gerade Zeit, absolut. Da steht jetzt zum 10. Mal, bitte aktivieren Sie, akzeptieren Sie den Zugriff Ihres Browsers, um mir gewähltes Gerät freizugeben. Das habe ich schon 10 Mal gemacht und es kommt immer wieder. Also Hauptsache, ihr hört mich. Ich habe nur dieses Bild. Wir hören dich gut. Okay, dann lasse ich es jetzt einfach so. Gut. Gut. Also ich grüße alle im Blindflug hier in die Runde. Und ich weiß nicht, ihr sitzt ja schon eine Weile zusammen. Ich würde halt dann wahrscheinlich mich mal in Kanal verabschieden, oder? Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Nö, kannst ruhig einfach in Verbindung gehen. Schön. Okay, sag mal noch mal kurz deine Frageformulierung vorher, bitte. Was für eine Frageformulierung? Ich habe ja hier mehrere. Du siehst sie wohl gar nicht. Ja, deine Haupteinladungsthematik, sag's neue mir nochmal, die Formulierung. Vision. Neue Zeit. Nochmal bitte. Es geht eigentlich um die Zeitqualität, die wir jetzt haben. Klar. Und, um die nächsten Monate, also um einen kleinen Zeitabschnitt
und wie wir einfach, ja, dazu gibt es einfach sicher spannende Fragen auch von den ganzen Leuten. Und die ich hier aufgeschrieben habe, siehst du ja. Okay, ja, ich sehe gar nichts, das sehe ich, sage ich ja. Also diesen Einladungstext, den habe ich jetzt nicht mehr auswendig im Kopf und ich wollte nur die Formulierung hören. Ich sehe ja nicht, ich sehe ja nur, bitte erlauben Sie den Zugriff auf Ihr Gerät, ich sehe euch ja nicht. Ich kann es dir jetzt schon mal vorlesen, aber dann muss ich es ja genau, eh nochmal vorlesen. Okay, ja, das macht nichts. Derzeit befinden sich alle Kreationen, wie es scheint, in Warteposition. Kaum jemand. Ja, genau, danke, das war's. Danke. Okay, kaum kann jemand den Ausgang. Dazu habe ich den. Okay. Dazu habe ich den Videobeitrag gemacht und da geht es halt irgendwie, kommt man nicht drum rum, Deep State-Geschichten zu sagen. Und naja, es kann gut damit zusammenhängen, dass deswegen eben die Technik jetzt spinnt. So ist es, könnte sein, durchaus. Gut, dann wünsche ich allen erbauliches Lauschen. Ja, wir wünschen uns das auch und sind schon sehr gespannt auf all das. Jo. Ich auch, danke. Bis gleich. Bis gleich. Wir grüßen euch vom Goldenen, vom Weißen, vom Rosafarbenen, von Korallfarbenem, von Braunem und Rubinem Farbstrahl, wünschen euch einen schönen Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können. Wir grüßen euch auch ganz recht herzlich und freuen uns auf die Beantwortung unserer Fragen. Es geht heute um die neue Zeit, um den unmittelbaren Zeitabschnitt, den wir jetzt durchlaufen und die nächsten Monate. Denn derzeit befinden sich alle Kreationen, wie es scheint, in Warteposition. Kaum kann jemand den Ausgang dieser Weltkrise bestimmen. Die Botschaften, sowohl die positiven als auch die negativen, häufen sich dramatisch, sodass der Einzelne kaum noch Licht sieht im Blätterwald des Angebots. Könnt ihr uns einen Überblick geben über die Entwicklung der nächsten 3 Monate? Und dann bis zum Ende des Jahres, wie entwickelt sich die Gesellschaft nach der Krise? Wer sind die Gewinner, Anführungszeichen, und wer die Verlierer? Eine Vielfalt von Resonanzen, die ihr in verschiedenen Blasen, gleich einer Blume des Lebens, wie ihr es nennt, aufbaut.
erfordert von unserer Seite ein gewisses Ausholen und einen gewissen Weitblick, der über das Jahr hinausgeht, und eine Bearbeitung dieser Thematik in der Tiefe. Ist uns das gestattet? Selbstverständlich. Oder wünscht ihr in der Kürze der Zeitspanne, die ihr genannt habt, eine derart kurze Aussage, die dann keine Klarheit über die gesamte Thematik bringen würde, sehr wahrscheinlich? Bitte in Ihr der habt die Tiefe, Wahl. In der Tiefe. Ein Planet besteht in jedem Fall als eine Plattform der Erfahrungen. Jeder Planet ist aufgebaut in einer oder informiert in einer bestimmten Weise, um planetentypische Erfahrungen dort machen zu können. Und wir haben euch an vielen anderen Situationen und Gegebenheiten die Gelegenheit gegeben, das zu erfahren. Qualität auf einem Planeten, den ihr Mars nennt, zu leben. Wir bedienen euch eurer Worte. Es ist eine feurige Energie, eine handlungsorientierte Energie. Es gibt allein in eurem Sonnensystem im kleinsten Maßstab 27, auch 29 jetzt in der Erweiterung, Erfahrungsplattformen von typischen Qualitäten, die zu erleben sind, so dass ihr auf dem Neptun, wie ihr ihn nennt, oder der Venus und so weiter, und auf der Erde spezifische Erfahrungen sammeln könnt. Auf dem Planeten Erde ist vor allem die Hingabe an das Physische besonders, die Hingabe an das Erdelement. Das bedeutet auch, dass auf dem Planeten Erde alles Physische im Vordergrund stand und steht von Anbeginn. So ist auf eurem Planeten mit dem ersten Atemzug, den ihr dort getan habt, als Wesenheiten erfahren worden, dass ihr, um die Physis aufrechtzuerhalten, Physis zu euch nehmen müsst. Nicht auf allen Planeten ist das geschehen. Das ist ein Urprogramm auf dem Planeten, auf dem ihr lebt, so dass alles sich in dieser Weise der Fokussierung des Physischen zugewandt hat. Ihr habt das Physische in vielerlei Hinsicht entwickelt und habt es in mancherlei Hinsicht zur Blüte gebracht, in die eine wie die andere Richtung. Ihr habt die physische Ernährung beispielsweise in den Vordergrund gerückt. Ihr habt die Vermehrung der Menschen zu einem zentralen Thema in eurer Gesellschaft gemacht, vor allem das Erleben der Sexualität ohne Vermehrung. Ihr habt die physischen Genüsse und Annehmlichkeiten, wie ihr glaubt, dass sie es sind, in Form von materiellem Ausgleich, also bare Münze beispielsweise, eine Bar-Entsprechung oder in späterer Zeit eine digitale Entsprechung für physische Errungenschaften entwickelt. Und das Physische ist in jedem Fall in eurer Gesellschaft und in allen Kulturen das Hauptmerkmal, worauf ihr eure Augen richtet. So dass ihr nicht nur in jeder physischen Hinsicht Angenehmes und Genussvolles erlebt habt, sondern in jeder Hinsicht das Physische verzerrt habt und pervertiert, so dass ihr beispielsweise den Geldhandel auf eine Weise in der Gesellschaft entwickelt habt, dass nur noch Knechtschaft übrig geblieben ist und Machtinteressen, wo wenige Menschen über viele Menschen bestimmen. Ihr habt die Versorgung der physischen Körper auf eine Weise pervertiert, dass ihr Wesenheiten zu euch nehmt, die selbst eure Kollegen sind, so könnt ihr es nennen, Tiere beispielsweise, habt ohne Wahrnehmung und Verstand euch dem Tierreich und der Natur zugewandt, indem ihr es vernichtet, indem ihr es vertilgt, und habt auf diese Weise das Physische pervertiert. Ihr habt es vergiftet, eine Massenzucht entwickelt, wo ihr Tiere auch missbraucht, indem ihr
Tierversuche und so weiter betreibt. Ihr kennt diese Geschichten. Und so habt ihr auch dort das Miteinander in einer Weise verzerrt, dass es zum Leid geworden ist, wo wiederum wenige Menschen über viele Tiere bestimmen. Des Weiteren habt ihr die Sexualität auf eine Weise pervertiert, wo in großem Stil Leid, Schmerz und Vernichtung entstanden ist. Und das sind nur wenige Beispiele, aber die zentralen Beispiele, worum sich alles rankt. Darüber habt ihr zur Gesunderhaltung oder der vermeintlichen Gesundung dieser verzerrten und pervertierten Körperzustände medizinische Fürsorge entwickelt und operative Eingriffe entwickelt, die den Körpern in keinster Weise physische Genesung ermöglichen, sondern immer weiter in die Tiefe die Harmonie zerstören und das eigentlich physische Dasein in seinem liebevollen Erleben pervertiert. Nun seid ihr aufgewacht vor einigen Jahrzehnten und habt diese Sache verändern wollen und habt gemerkt, dass es längst zu spät ist, weil längst Mächte im Hintergrund oder im Untergrund oder einer ausgehöhlten Welt die Macht übernommen haben und über eine unglaubliche Grausamkeit Macht oder mit unglaublicher Grausamkeit Macht ausüben. In diese Situation ist nun eine weitere gekommen. Ihr habt parallel dazu euch weiterentwickelt, auf ein höheres Bewusstsein gebracht und habt erkannt, wohin das Schiff fährt, was ihr getan habt. Wir könnten es auch etwas liebevoller nennen, wohin ihr euch vergaloppiert habt und seid voll des Leides und der Trauer auf einem rasanten Rückzug nun oder einer Kehrtwende und versucht zu retten, was zu retten ist. Des Weiteren ist eine dritte Komponente passiert. Nicht nur durch eine allgemeine Schwingungserhöhung aufgrund der kosmischen Bewegung, die gelebt wird, überall ist diese Bewusstseinserweiterung geschehen, auch aufgrund von Dualseelenverbindungen, Verschmelzungen, die euch immer mehr zu einem immer größerem Metabewusstsein bringen, sondern auch noch eine Welle, die immer wieder in rhythmischen Abfolgen die Welt, in der ihr lebt, erreicht und die ihr auf einer hohen Oktave mit den Farben Gold und Rubin, Korall und Weiß und Rosa erfahren könnt, hat euch ereilt, wo alle Dinge, alle Erfahrungsmöglichkeiten, alle Möglichkeiten der Ausdehnung und alle Möglichkeiten der irdischen Verankerung und dieser verphysischten Wahrnehmung von einer sehr, im Rubin, von einer sehr hohen Schwingung des Goldes nun begleitet ist, wird all das, was ihr auf der Welt der physischen Erfahrung zu erleben habt, auf eine Weise karikiert und unter die Lupe genommen, dass alles ans Tageslicht kommt. In dieser Zeit nun, wo ihr lebt, seid ihr kurz vor einem Kollaps, der die gesamte Weltbevölkerung und die gesamte Kreation auf diesem Planeten in ein Desaster führen würde, wenn nicht Kräfte einspringen würden. Es sind Kräfte jener Menschen, die die höhere Schwingung dazu benutzen, das Bewusstsein harmonisierend und klug einzusetzen. Es sind jene Wesen, die sich als eine Antenne der höheren Führung verstehen und diesen Weg der Achtsamkeit gehen wollen. Es sind Menschen, die eine neue Gesellschaft gründen wollen unter dem Oberbegriff der Harmonie und der Liebe zu allem, nicht nur unter den Menschen und den Tieren, auch zur Pflanzenwelt und zu den Wesenheiten, den Feinstofflichen, die diese Welt zusammenhalten. Desgleichen ist es geschehen, dass immer stärker die Sucht in den Vordergrund gedrungen ist, die das Physische
in seiner Abart aufrechterhalten sollen. Sucht nach dem Suchen der Erlösung, nach dem Suchen der Feinstofflichkeit. Und so ist die Welt auseinandergefallen und das haben wir euch beispielsweise mit einer Metapher von zwei Tellern beschrieben. Die Sucht der Sicherheit, die Sucht des Überlebens, die Sucht der Hilfe von außen, die Angst, dort nicht bestehen zu können, die Sehnsucht nach einem Übervater, der alles leitet. Und auf der anderen Seite der Wunsch nach Selbstbestimmung und nach Selbstentscheidung. In dieser Zeit ist es jetzt eine Hilfe und eine Unterstützung, die nun möglich geworden ist durch verschiedene Kräfte, die aus allen Ebenen, aus allen Dimensionen in das Menschenreich hineinwirken und eine Sparte von Ausführungskräften nun sich selbst eingesetzt hat und eingesetzt wurde, diese Aushöhlungsenergie, die das Physische auf die perverseste oder pervertierteste Weise zur Blüte getrieben hat, nun einen Einhalt zu gebieten und dort, ihr könntet es nennen, aufzuräumen. Damit die Menschheit angepasst an diese Schwingung, angepasst an eine bereits harmonisierte Magnetgitterstruktur, eine Welt, ein Leben ermöglichen kann, wo das gelebte Leben, das in einer astralen Hülle geschieht, nun auch harmonisierend mit der Weile auf den Planeten verankern kann, um dort eine neue Gesellschaft zu gründen zu können. Denn ein Planet, der nun bereitet ist, gereinigt ist für eine neue Zeit, kann nicht die Disharmonie dessen, was noch nicht gelöst ist, aufnehmen und zu Projekten ummünzen, die nun gelebt werden sollen. Es ist eine Korrektur, die als Unterstützung nun in diese Zeit hineingleitet, die sowohl für diese radikale Ausmerzung dieser dramatischen Vorgehensweisen eine ähnliche starke Energiewelle bedeutet, wie es beispielsweise andererseits geschieht durch eine hochfrequente Unterstützung durch Menschen, durch die diese Energie fließt oder Projekte, die nun ins Leben gebracht werden, Erkenntnisse von plötzlichen Aha-Momenten, die wie eine Erdung eines Kugelblitzes wirken, nun ebenso mit einer starken Qualität, einer Wucht direkt diese hochenergetische neue Kraft auf den Planeten bringen, sodass auch mit Gewalt derzeit Menschen daran gehindert werden, zu Tode gebracht werden, aus ihren Ämtern geschasst werden, auch hingerichtet werden, die großes Leid über die Welt gebracht haben, die Menschen missbrauchen in jungen Kinderjahren, ihren körperlichen Begierden zu frönen, die Menschen befreien, die dafür im Leben sind, um diese Kinder zu zeugen und zu gebären, die Menschen befreien, die unter Tage eine Arbeit verrichten müssen, wo sie niemals, jemals das Tageslicht sehen und Menschen nun aus dem Verkehr bringen, die Drogen produzieren und veräußern an Menschen, die in dieser physischen Weise abhängig geworden sind von dieser pervertierten physischen Erlebenswelt, um dieser Sache nun einmal einen Riegel vorzuschieben, denn das sind die Verwalter der Politik und der Welt, die Macht hinter der Macht. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass das nun ausgelöst wird, dass diese Blase von Trauer in die Menschheit kommt, dass diese Blase von Verzweiflung in die Menschheit kommt und die Blase von einer umtriebigen, fluchtartigen inneren Reaktion der Täterschaft in die Menschen kommt, um jeweils die eigenen inneren Resonanzen
in sich selbst zu klären, um diese frei gewordenen Energien mit zu besänftigen, mit zu harmonisieren und karmisch zu heilen. Das ist etwas, was in dieser Zeit, in diesem Jahr, seit dem letzten September vor allem in eurer Zeitlinie, in eurer Zeitrechnung, dort wo ihr seid, bis in jedem Fall in den August hinein, wesentliche Machenschaften aufgedeckt werden und ihr zum Jahresende erkennen werdet, wer alles gegangen ist. Das haben wir euch schon einmal berichtet und was im Hintergrund geschah. Es sickert durch, damit es keine Revolten gibt in der Welt. Es ist geschützt, ihr seid bewahrt und es ist wichtig, dass ihr nun mit einer Methode, die weltweit die Menschheit in ihren Aktivitäten heruntergefahren hat, die die Menschen durch diese Methode oder diesen Trick der Angst in ihren Häusern verbannt, im Rückzug verbannt und befolgen lässt, was da gesagt wird, damit diese Befreiungen geschehen können, damit diese politischen Ausgleichshandlungen vollzogen werden können. Es kann nicht in diesem Jahr geschehen. Es ist der Höhepunkt in diesem Jahr. Es ist der gewaltsame Aufbruch dieser Situation. Wir meinen nicht Aufbruch im Sinne einer Aufbruchsstimmung. Wir meinen einen gewaltsamen Bruch dessen, was seit Tausenden und vielen Tausenden von Jahren die Machtverhältnisse auf dem Planeten bestimmt haben. Von Anbeginn hat es Seilschaften gegeben, wo wenige Seelen über viele befehligten, mit Methoden, die dem gemeinen Volk nicht greifbar waren, nicht im Bewusstsein der jeweiligen Zeit erkennbar waren. Jetzt seid ihr in einer Zeit, wo ihr nicht mehr von euch behaupten könnt, ihr seid unbewusst, ihr seid Fußvolk, ihr seid das Vieh, das zur Schlachtbank getrieben wird. Denn jetzt seid ihr in euren energetischen Ausdehnungen und in euren Zusammenfügungen der Dualseelenverschmelzungen so weit, dass ihr die Meister eurer selbst seid. Jetzt könnt ihr und dürft ihr die Augen nicht mehr verschließen. Wir haben euch lange Zeit immer wieder mitgeteilt, fürchtet euch nicht. Setzt euch nicht gegen etwas ein, sondern für eine gute Sache. Seid zusammen für die Harmonie und das gemeinschaftliche Leben in Harmonie. Hört aufeinander und erlaubt jedem sein zu sein, aber bleibt noch in einem Fließen in diese Richtung und die Zeit wird sich zeigen, wann ihr zusammen in der neuen vernetzten Zeit neue Gesellschaften bilden könnt. Wir haben euch mitgeteilt, dass diese Welt erst fertig sein wird auf diesen, in diesem ersten Schritt einer neuen Gesellschaft in etwa von jetzt ab 300 Jahren. Doch das ist das gewaltsame Brechen dieser Situation, dass diese zwei Täler, die entstanden sind, einen Schonraum für jene zur Verfügung stellt, auf der einen Seite, die diesen Weg der Meisterschaft gehen wollen und können, und eine Sicherheitszone der Fremdbestimmung für jene Menschen noch zur Verfügung stellt, die in einer in Zukunft immer stärker werdenden Kontrolle diese quadratische Struktur zur Verfügung stellt, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dort durch innere Unbehaglichkeit und einen wachsenden Unmut die Sehnsucht nach Selbstbestimmung zu entfalten, um dann das Tal zu wechseln. Und gleichzeitig ist dort aber jetzt eine starke Kontrollinstanz nach außen gebrochen, die diesem Wahnsinn, der geschah und geschieht, ein Ende bereitet, so dass der Weg in die Befreiung zwar immer noch über verschiedene Stufen und Ebenen zu erreichen ist und es jede Seele auf ihre Weise
in ihrem eigenen Tempo und auf ihrer eigenen Ebene erreichen wird, aber auch erreichen kann. Denn durch die sehr geschwinde und dramatische, allumfassende Schwingungserhöhung und die Konsequenzen, die mit diesen bedingungslosen Energien von Gold, Rubin verbunden sind, ist es nicht möglich, eine Welt in Heilung zu bringen und Harmonie zu bringen, die gleichzeitig die Perversität der Vernichtung in einen höheren, auf eine höhere Ebene gebracht hätte oder bringen würde und auch dort einen Anschwung dieser Pervertierung hervorgebracht hätte, eine Dramatisierung sozusagen dieser Sache, so dass von vielen Seiten und vielen Ebenen von vornherein klar war, dass diese Zeit kommen wird. Und dass darauf hingearbeitet wurde, das Menschengeschlecht auf diese Weise zu unterstützen, in seinem gemeinsamen Wollen und Sehnen einer besseren Welt. Die wenigen instrumentalisierenden Kräfte, die die gesamte Weltmacht für eine lange Zeit manipulierten, sind auf diese Weise ausgehebelt, wenn der Prozess beendet ist. Doch das wird noch dauern. Und es werden viele Informationen zu euch an die Öffentlichkeit gelangen, die ihr nur häppchenweise, so könnt ihr es nennen, stückchenweise erfahrt und integrieren werdet und könnt. Denn die Gehirne der Menschen sind nicht ausgerichtet auf einen plötzlichen Wandel der Erkenntnis, einen plötzlichen Wandel des Bewusstseins. Nur wer sich langsam dorthin bewegt, kann langsam integrieren, was die Wahrheit ist. Eure Wahrheit ist in jedem Fall, dass ihr beschützt seid, dass ihr geliebt seid und dass ihr weitergehen könnt. Und wir haben euch unzählige Male mitgeteilt, dass die stark polarisierenden Kräfte so lange auf dem Planeten bleiben, bis zum Ende dieser Gesellschaftsform. Ihr habt euch und uns stets gefragt, was bedeutet es, dass polarisierende Kräfte bis zum Ende sind, ob ihr wohl alle desinkarniert? Polarisierende Kräfte werden in jedem Fall bis zum Ende sein. Doch die Energien repräsentiert durch Menschen oder menschenähnliche Wesen werden den Planeten jetzt nach und nach verlassen und ihre Beschäftigungen auf anderen Planeten weiterführen. Die Spitze des Albtraums, so könnt ihr es nennen, wurde gebrochen, wird weiterhin abtransportiert und ein erstes Verlassen in einer relativ großen Schar, weniger anzahlmäßig, aber einflussnehmend energetisch, ist nun dabei, den Planeten zu verlassen. Das wird noch in jedem Fall im Minimum 3 Jahre dauern. In jedem Fall das Wesentliche 7 bis 8 Jahre. Und dann werdet ihr spüren, dass alles nicht mehr ganz so schlimm ist, dass alles nicht mehr ganz so heiß verfolgt wird und dass ihr nicht mehr in ganz so starke Panik geratet, wie ihr es in den letzten Monaten teilweise auch erlebt habt. Polarisierung wird es auf beiden Seiten weitergeben. Auf beiden Seiten werden Yin- und Yang-Kräfte sich lange nicht einigen können, so dass es weiterhin Kontrollinstanzen der Kontrolleure geben wird und dass es weiterhin harmonisierende, neutralisierende Elemente in der neuen Gesellschaft geben wird, die in einer integrativen Form wirken oder aus einer Metaebene wirken. Es ist beides in der Ordnung und auf dem Weg. Und ihr seid beschützt und seid geliebt.
Und das, was in der Vergangenheit geschah, was in euren karmischen, ätherischen, astralen Blasen noch geschieht und ist, ist ein Widerhall dessen, was für lange Zeit die Menschheit beherrschte und eure karmischen Erfahrungen gebildet hat und ihr es begleitet habt und durchlitten habt, sei es nun als Täter, als Opfer oder als angstvoll zuschauende Menschen, die die Welt auf diese Weise immer wieder nicht ertragen haben. Es verabschiedet sich faktisch, aber nicht astral. Astral seid ihr noch lange damit beschäftigt, die Verletzung zu spüren, den Schmerz und das Leid oder die Angst vor Verfolgung oder die Umtriebigkeit vor der eigenen Flucht, der eigenen Tätervergangenheit. Es ist astral noch eine gewisse Weile vorhanden, damit ihr es achtsam ausleitet, ist es wichtig, euch eurer eigenen emotionalen Zustände anzunehmen, bei euch zu sein. Was jetzt in dieser Zeit mit dieser epidemischen Situation für euch Gutes geschieht, ist, dass ihr in diesem Rückzug sein könnt, dass ihr mit euch auf euch zurückgeworfen seid, dass ihr euch selbst erkennt und dass ihr den Augenblick wahrnehmt. Und das ist etwas Wichtiges, es selbst mit euch zu schaffen, über den Punkt der Angst hinaus mit euch weiterzugehen, über den Punkt der Panik hinaus mit euch zu gehen, über den Punkt der Trauer oder des Schmerzes mit euch selbst weiterzugehen oder über den Punkt des Tatendrangs in euch über diesen Punkt hinauszugehen, um dahinter zu sehen, ich habe es überwunden und die Neutralität und die innere Ruhe kehrt zu mir zurück. In diesem Moment ist euch etwas geschenkt. Diese Zeit jetzt, dieser Winter und dieses Frühjahr des Jahreswechsels von 19 zu 20 in eurer Zeitlinie, habt ihr bis in den beginnenden Sommer hinein noch zwar immer weniger unterstützt, denn die Hochzeit ist jetzt gewesen und dauert noch ein paar Wochen vielleicht, seid ihr unterstützt in dieser Bildung der Erkenntnis der Fähigkeit zur eigenen Meisterung. Euch nicht unterstützen lassen zu müssen, euch nicht pushen lassen zu müssen, euch nicht leiten lassen zu müssen. Wenn ihr als soziale Wesen zueinander steht und euch Gutes tut, euch liebt, nett miteinander umgeht, euch tröstet, ist es eines. Doch es wäre für euch hilfreich, in dieser Situation jetzt diese Unterstützung der starken Einstrahlung von Gold, Rubin, Weiß, Rosa, Korall und Gelb in euch selbst die Selbstüberwindung zu etablieren, um gestärkt darin hervorzugehen für euch selbst, gestärkt den Glauben an das eigene wieder zurückzuholen, um von dort aus als Meister eurer selbst leicht den Weg zu gehen und im Bedarfsfall euch für den Bedarfsfall zu verbinden, um dann wieder jeder seiner Wege zu gehen und wieder im Bedarfsfall zusammenzukommen. Denn die Zeit für große kollektive Verbündnisse ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit, weil die Polarität auch jener Wesen, die in diese neue Zeit eingleiten wollen, noch nicht für jedes Wesen so ist, dass Harmonie und Zentrierung dauerhaft beibehalten werden kann. Wenn jede Seele, die sich dieser neuen Zeit annimmt, gestaltend und sich nicht mehr fremd bestimmen lassen möchte von energetischen Wellen oder anderen Menschen oder einer Angst, einer Trauer, einer Sorge, eines starken Impulses, wer also ruhig bleiben kann und erkennt, es kommen zwei Menschen aufeinander zu, die sich befruchten oder drei oder vier, um von dort aus
wieder weiterzugehen. Solange das noch nicht geschehen kann, werden neue polare Zellen gebildet, die wieder zu Frustrationen führen. Frustrierende Erfahrungen können nicht zu erfolgreichen Projekten auf den Magnetgittern verankert werden. Das ist schon länger so. Das haben wir euch schon bestimmt 5 Jahre mitgeteilt. Und auch jetzt ist es so, dass die Konsequenz im gleichen Moment zu greifen beginnt. In dem Moment, wo etwas in die Wege geleitet werden soll, werdet ihr wahrnehmen, ob es an Weite und Harmonie und an Weichheit zunimmt oder ob es durch Schwierigkeiten und durch nicht geglückte Situationen wieder zerschlagen wird, beispielsweise. So habt ihr stets den Korrekteur im Augenblick des Jetzt. Das ist etwas, was derzeit geschieht, und wir wollen euch noch einmal mitteilen. Fürchtet euch nicht, probiert euch aus, liebevoll, und lernt, wie ein Mensch, der alle Sinne verschließt und nur noch den Tastsinn der Feinheit sich erlaubt, wo es weich ist, sich liebevoll anfühlt und einen Schritt weiter geht, dorthin gehen kann. Und das ist etwas, was euch in Ruhe lässt, was euch zentriert und euch daran hindert, über das Ziel hinaus zu schießen oder wieder in einen anderen Raum einzudringen oder vielleicht überhaupt keinen Schritt nach vorne zu gehen. Seid also sanft, seid sanftmütig und spürt in euch die Zentrierung, bevor ihr ausschreitet oder etwas in euch hineinnehmt. Das ist zunächst einmal das Wesentliche, das wir euch mitteilen möchten. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Noch einmal möchten wir euch mitteilen, dass diese Zeit jetzt, damit Menschen gerettet werden können, die in unvorstellbarer Pein sind, auch wirklich einen Raum erhalten, wo diese ganz physischen, menschlichen, gesellschaftlichen, politischen und aktionsgesteuerten Vorgänge geschehen können, ist es wichtig, dass der Mensch, wir wollen es einmal so nennen, zu Hause bleibt, zurückbleibt, nicht aufwellende Strukturen in die Welt bringt, die das behindern. Je mehr die Menschheit, jeder einzelne Mensch es befolgt, was euch erzählt wird, so könnte man es nennen, desto leichter gelingen Rettungsaktionen, desto leichter gelingt diese Operation, die nun geschehen muss, nämlich um die Menschheit zu bewahren. So ist es also wahr, wenn euch politische Instanzen sagen, je mehr ihr euch danach richtet, desto schneller wird es gehen, aber in einer ganz anderen Bedeutung. In der Bedeutung, haltet inne, damit Menschen, die vielleicht teilweise schon gar nicht mehr gerettet werden können, dennoch aus einer Situation befreit werden und Seilschaften zerstört werden, damit dieser Sache ein Ende bereitet wird. Die Schlachthäuser dieser Welt neigen sich dem Ende zu, und in einem weiteren Schritt werdet ihr es mit den Tieren erleben und gleich tun und in einem nächsten Schritt mit dem Pflanzenreich, bis ihr auch verstanden habt, wie ihr die Wesenheiten, die den Planeten feinstofflich zusammenhalten, auf diese Weise malträtiert habt. Und so wird es von der ganz grobstofflichen Reinigungsebene in eine feinstoffliche hineingehen, um dann ein physisches Leben in Harmonie und Einheit auf dem Planeten Erde, der dafür eine Plattform bietet, letztendlich zur Erfüllung gebracht zu haben. Habt ihr das, hochverehrte Seelen, verstanden? Ja, das haben wir verstanden. Danke für diese Ausführung. Vielleicht könntet ihr noch mal den Sachverhalt näher beleuchten mit dem Deep State und Donald Trump. Ist er jetzt wirklich da der Hauptakteur,
diesen Deep State auszuhebeln. Und werden wir nach dem 20. April dazu auch schon die ersten Erfolge sichtbar sehen? Die Person, die er nennt, ist, würdet ihr die Person näher bezeichnen, die ihr nennt? Donald Trump, der amerikanische Präsident. Einen Moment bitte. Ergebnisse spielen sich vor euren Augen ab, doch ihr könnt sie nicht sehen, denn ihr schaut nicht hinter die Schleier und bringt die Zusammenhänge in der meisten Zeit nicht so zueinander, dass ihr wahrnehmt, wie sich selbst in den Medien, die ihr täglich bedient, aufzeigt, wie die Wahrheit hinter diesen Bildern ist und dass sich bereits jetzt diese Ergebnisse verzeichnen lassen. Es ist in keinem Fall so, dass eine Person zuständig ist für eine derartige Weltumwandlung, für eine Bewegung eines Kippschalters, so könnt ihr es bezeichnen, wo aus der Phase der Selbsterfahrung bis in eine verzerrte Welt hinein nun eine Umwandlung geschehen kann, weltgeschichtlich betrachtet über Nacht. Es ist so, dass die lenkenden Wesenheiten großer Staatenverbünde oder großer Staaten in einem Dialog miteinander über diese Dinge sind und dass auch dort verschiedene Machtverhältnisse gelten. In politischen Katern sind sowohl Seelen, die diesen Umtriebigkeiten verfallen sind und mit aller Kraft verhindern wollten, dass diese Veränderungen stattfinden. Und gleichzeitig gibt es auch dort Wesenheiten mit hoher verantwortlicher Rolle, die die Macht haben und die finanziellen Mittel haben und die Hebel in der Hand haben, um diese Einsätze, Sondereinsätze mit zu unterstützen. Es ist nicht so, dass politische Führer, die ihr kennt, diese Aktion durchführen, geplant haben, durchführen und begleiten. Es ist so, dass von diesen Mächten im Hintergrund, die ihr nicht mit Namen nennen könnt, es sind wenige. Wir haben schon einmal mitgeteilt, dass es sich um eine Handvoll Menschen handelt, die diese Macht haben, hinter der Macht. Und auch selbstverständlich eine Handvoll Menschen, die diese verzerrte Welt entstehen ließen, nun diese Führung übernommen haben. Zunächst einmal die Pervertierung der Welt wurde von wenigen Menschen erzeugt und nun ist im Hintergrund eine Riege von Menschen eingeschritten, die durch die Kommunikation mit Wesenheiten, die auch nicht irdischer Herkunft sind, jene Politiker ins Schiff zu holen, so könnte man es nennen, an Bord zu holen, die mit ihren Möglichkeiten das nun bewirken können, so dass viele hochrangige Politiker dafür eingesetzt wurden in diese Ämter, um das nun mit zu begleiten. Vor langer Zeit und viele andere Politiker nun aus ihren Ämtern genommen werden. Eine Trennung findet statt, so dass es ausführende Organe sind von Hintermännern, die ihr nicht kennenlernen werdet, zu keiner Zeit. Habt ihr das verstanden? Ist das die Antwort auf diese Frage? Ja, danke, das ist die Antwort auf diese Frage, haben wir verstanden.
Die Nicola fragt jetzt, hatten diese Wesenheiten, die jetzt gestoppt werden, denn diese Aufgabe, das hier so zu leben, es bis in die Perversion zu führen, sind es planetentypische Erfahrungen? Gibt oder gab es solche perversen Strukturen auch auf anderen Planeten, in anderen Universen oder auch in unserem Universum? Zunächst einmal, der Plan ist auf einem physischen Planeten, auf einem Planeten, der sich vor allem mit der Materie beschäftigt, nicht gewesen, Perversion hervorzubringen. Die Gabe war und ist der freie Wille mit dem Ziel, die Physis zu erkunden. Es hätte anders kommen können. Die Menschheit hat sich ihre Geschichte erschaffen und es sind in Resonanz zu Erfahrungen auch Wesenheiten aus anderen Regionen des Universums dazugekommen, um sich jeweils auf die Erfahrungsebenen oder zu den Erfahrungsebenen dazu zu gesellen. Alleine die Erhöhung der Schwingung und die Erweiterung des Bewusstseins hat dazu geführt, dass auf einer unbewusst kollektiven Ebene und einer höheren Schwingungsebene nun diese Beendigung dieses Einsatzes oder des Einsatzes des freien Willens zur Pervertierung der Erfahrungen von physischem Sein geführt hat. Es ist also ein freier Wille, der dorthin geführt, der freie Wille, der dorthin geführt hat, der freie Wille, der den Menschen durch Schmerz und das Brechen der Psyche abhanden gekommen ist und der Wildwuchs, der darin dadurch entstand. Durch die höhere Schwingung konnte diese Veränderung nun vorgenommen werden. Und ja, es ist eine Zusammenfügung vieler Wesenheiten, Menschen und auch anderer Wesenheiten, anderer Science-Räume. Und ja, auch andere Planeten haben diese Pervertierungen erlebt. Ganz in eurer Nähe, der Planet, den ihr Mars nennt, hat durch starke kriegerische Tätigkeiten sich gegenseitig diese Marsianer, wenn ihr es so wollt, ausgelöscht und den Planeten weitgehend vernichtet. Die Lebensform dort, die mit diesen Wesen, die dort diesen Planeten erhalten haben, haben ihre eigene Lebensgrundlage vernichtet durch den noch stärkeren martialischen und kriegerischen Einsatz der Feuerenergie. In jeder Hinsicht. Und auch andere Planeten haben sich, haben ihren Bewohnern eine Plattform ermöglicht und sie haben sich selbst vernichtet. Nicht bei allen Planeten ist es so geschehen. Vor allem das Handeln der Unbedachtheit, eine horizontale Bewegung von einem hier zu einem dort, ohne die sphärischen Eventualitäten vieler Entfaltungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, führt stets zur Vernichtung. Wenn eine Spezies auf einem Planeten, wenn es einer Spezies auf einem Planeten gelingt zu erkennen, dass Handlungsimpulse von hier nach dort stets eine Trennung zwischen den verschiedenen polaren Möglichkeiten, die integrierbar wären, erschafft und somit keine Integration von all dem auf dem Weg befindlichen Möglichkeiten erschafft, so führt es stets zur Vernichtung eines Planeten. Je nach Element und Qualität ist es also gegeben, dass die Integration von allen Eventualitäten zwar eine langsame Vorgehensweise bedeutet und manchmal eine Veränderung des Ziels bedeutet, doch letztendlich die friedliche Integration ist. Die Menschheit, um dies nun nicht zu weit vom Thema eurer Frage abzulenken, die Menschheit ist in jedem Fall darin beraten zu verstehen,
dass das Ziel niemals vorher gesehen werden kann. Das Ziel kann erst erkannt werden, wenn der Mensch angekommen ist, wenn die Gesellschaft angekommen ist. Denn ein Ziel kann immer nur sein, von einem Jetzt zu einem nächsten Jetzt zu gehen. Und erst zur Erfüllung eines gewissen Umstands, einer gewissen Einung verschiedener Aspekte oder einer plötzlichen Erscheinung, was erschaffen wurde durch viele Hände, Kraft oder durch viele Menschen Bemühung, dass etwas erscheint, was erschaffen wurde, kann von einem Ziel, das ursprünglich vielleicht sich viele wünschten und durch das viele Wirken erreicht wurde, gesprochen werden. Alles, was vorher eine Zielfokussierung und eine Verfolgung eines Zieles bedeutet, wird in der Zukunft zum Scheitern verurteilt sein. Ihr müsst also erkennen, dass das Ganze erst erschaffen werden kann durch viele kleine Schritte. Ist das etwas, was ihr versteht und wieso es nötig ist, dass die Menschheit die Fähigkeit entwickelt, in der Zentrierung stets die Metaebene zu haben? Denn das bedeutet, aus der eigenen Sicht dieser Metaebene zu erkennen, was es braucht und was ihr alles nicht tun solltet, um diesen Werden in der Vielfalt einen Raum zu geben, ganz wie in einem Ameisenstaat beispielsweise. Nur das Gesamtbild dieser Vielheit ist ein Gesamtbild, wo jedes einzelne Element nur das Kleine tut. Habt ihr das verstanden? Ja, danke. Ich denke, das wurde verstanden. Nicola schreibt, danke für die wertvollen Aussagen. Und sie fragt auch, welche Rolle spielt Deutschland dabei in diesem ganzen Prozess jetzt? Einen Moment bitte. Zunächst einmal spielt es insofern eine Rolle, weil sich die Welt in zwei Lager teilte, schon vor langer Zeit, die ihr als die westliche und die östliche Welt bezeichnet habt, die mit ihrer geografischen, politischen, emotionalen und gesellschaftlichen Ordnung eine Grenzposition einnimmt. Eine Position einnimmt, wo zu beiden Seiten diese Welt wie eine Anrainerwelt dorthin lebt und bis dorthin geht, wie eine Art Mittelpunkt dieser Welten. Und als dieser Mittelpunkt dieser Welten, den ihr aber auch ausdehnen könnt auf den Bereich Europa, wie ihr es nennt, seid ihr doch geschichtlich und politisch ist es zentriert und fokussiert auf das Land, das ihr Deutschland nennt, ist es ein Land, das diesen Raum auf die Nadelspitze bringt und von wo aus integrativ das Ganze zu einer friedlichen Harmonie gebracht werden kann. Und von wo aus die Bemühungen in die Welten hinaus auch gehen können. Dort ist auch so gegeben, dass die Verflechtungen in alle Räume hinein geschehen. Es ist eine Plattform, wo die Verflechtung in den östlichen und in den westlichen Raum in dieser pervertierten Form geschieht, wo auch die ungünstige und die quälende Politik ihren Anfang nimmt und ihr Ende findet und wo in vielen Zeiten das auch als Werkzeug benutzt wurde. Und so ist es richtig und wichtig, dass dieses Land zur eigenen Harmonisierung, zur eigenen karmischen Heilung und zur eigenen Verantwortungsübernahme eine zentrale Rolle in dieser Sache spielt. Aber nicht die zentrale Rolle. Die zentrale Rolle spielt jede Seele für sich selbst. Danke. Die Ressourcen,
dieser Welten, die ihr als östliche und westliche Hemisphären bezeichnet, sollten in diesen zentralen Mittelraum gegeben werden, die Ressourcen des Wissens und der Bemühungen. Und gleichzeitig sollten von dort die besten Kräfte, die besten Ressourcen und das Beste mitarbeiten, in die gesamte Welt hinausgegeben werden, so dass ein Torus der Energie entsteht. Es ist ein günstiger Ort, und wenn wir wollen es einmal bezeichnen, alles gut geht, wird es nur ein Ort werden, einen derartigen Torus bildet, denn im Weltenglück und in der Weltenharmonisierung wird jeder Ort zu dieser Welt werden, die einen Torus des Gebens und Nehmens sein wird, letztendlich auch jedes einzelne Wesen. Denn in einer holistischen Welt gibt es nur holistische Vorgänge, so wie ihr auch jetzt ganz praktisch im Alltag aufgerufen seid, euch selbst in die Harmonie zu bringen, um dem Ganzen zu dienen. Ja, danke für diese Aussagen. Ist es dann also für uns jetzt eher wichtig, hier in Deutschland zu bleiben, also nicht auszuwandern? Würdet ihr uns den Rat geben, in Deutschland zu bleiben oder lieber auszuwandern? Keines dieser Optionen ist an uns beraten oder geraten oder abgeraten zu werden. Keine dieser Optionen ist als eine Qualität, die es nun braucht, zu verzeichnen. Okay. Ihr findet euren Platz und ihr, wenn ihr an etwas leidet in einer Gesellschaft, das euch missfällt, so wäre es gut, euch, wenn es gelingt, Räume in dieser Gesellschaft zu erschaffen, miteinander, die es wert sind, gelebt zu werden, um dem Ganzen zu dienen. Wenn alle Kräfte gehen, die eine gute Sicht auf Harmonie haben, so kann ein System sich nicht erneuern. Auf der anderen Seite findet ihr vielleicht in einem anderen Land mehr eure Seelenentsprechung, mehr eure karmische Heilung, mehr eure Liebe, so dass es nicht darauf ankommt, ob jetzt alle gehen oder viele kommen. Es kommt darauf an, dass Harmonie entsteht mit jenen, die kommen, und durch jene, die gehen. Denn die, die gehen, werden andernorts ankommen. Und jene, die ankommen, sind andernorts gegangen, so dass die Verteilung auf der Welt sich über eine lange Zeit noch vollziehen wird, aus vielerlei verschiedenen Gründen. Und es ist zu begrüßen, dass sich Menschen diese Räume nun suchen müssen und wollen, wohin sie sich zugehörig fühlen. Vielleicht gehen sie auch wieder zurück von dort, wo sie gekommen sind. Es ist eine Umschichtung von allem der Zeit gegeben, und je weniger polar ihr auf die Welt blickt und je mehr ihr euch für euren eigenen Haushalt, für euer eigenes Sein und euer eigenes Leben für eine Sache einsetzt, die es für euch lohnt, dort liebevoll und harmonisch sein zu können, desto schneller und besser wird dieser Prozess sein. Dankeschön. Die Christel fragt, wenn diese Wesen alle gerettet sind, also die Christel meint bestimmt die Kinder, ne, und die Verursacher dieses Leids keine Macht mehr haben, wie wird es dann in Deutschland politisch weitergehen? Und ich möchte noch eine Frage anstellen dahin. Könnt ihr uns eine Zahl in etwa bezeichnen, wie viele Kinder in dieser ganzen Geschichte des Deep States in Leid erfahren haben? Diese Seelen sind immer wieder und wieder und wieder dorthin inkarniert. Das ist im ersten Schritt eine sechsstellige Zahl, die diese Welle der
Befreiung in die Welt geben wird. Gerettet werden diese Seelen, weil sie jetzt eine Chance haben, neu zu inkarnieren. Ob alle physischen Entsprechungen dieser Seelen gerettet werden können, das wird nicht geschehen. Viele werden nicht die Aktionen überleben oder die Rettung erleben oder weiterleben können danach in diesen Körpern. Aber die Seele ist befreit und wird die Möglichkeit finden, durch einen neuen Selbstausdruck, vielleicht auch als behinderter Mensch, in eine besondere Fürsorge in einem weiteren Leben zu kommen, um auf der einen Seite sich zu erholen, ohne Verantwortung tragen zu müssen und auf der anderen Seite Menschen zur Fürsorge zu erziehen und zum achtsamen Spüren von Harmonie und zur Achtsamkeit überhaupt zu unterstützen, zur Entwicklung zu unterstützen. Es sind nicht nur Kinder, es sind vor allem Kinder, aber auch erwachsene Menschen und Tiere, auch Tiere. Ihr habt eine weitere Frage damit verknüpft, würdet ihr sie bitte noch einmal nennen? Es hatte sich jetzt eine weitere Frage in mir aufgebaut. Wie kann die Menschheit dieses Leid verwinden, wenn das alles an die Oberfläche kommt? Und wird es in den offiziellen Medien darüber Berichterstattung geben und wann? Es wird bereits in den öffentlichen Medien Bericht erstattet alle Tage. Ihr müsst es nur sehen. Es ist mit Sicherheit, wenn es abgeschlossen ist, wenn eure Kinder erwachsen sind, mehr Klarheit darüber bestehen. Die Frage ist, wann es abgeschlossen ist. Ist das die Frage? Ja, wann die öffentlichen Medien darüber berichten. Würdet ihr die Frage bitte noch einmal, den Teil der Frage bitte noch einmal wiederholen? Wann werden die öffentlichen Medien über diese Machenschaften des Deep States berichten? Und wann werden diese öffentlichen Medien vielleicht von anderen führenden Persönlichkeiten übernommen werden? Und die vorhergehende Frage war auch, wie sich die Politik dann entwickeln wird. Zunächst einmal werdet ihr sehr schnell sehr viele Veränderungen wahrnehmen, die Erleichterungen bringen. Im Finanzsystem beispielsweise, im Medizinsystem beispielsweise und in politischer Hinsicht. Es werden weniger, auch in der technischen Vernetzung, die ihr derweil noch nutzt. Wann es abgeschlossen ist, ist nicht in Wochen oder Monaten zu sagen, denn es ist eine starke Verfilzung der Welt und es werden Menschen in Sicherheit bringen wollen, was in Sicherheit zu bringen ist. Und es werden Menschen auffällig werden, weil sie Süchte entwickelt haben zu verschiedenen Drogen, die entwickelt wurden aus den Körpern dieser Kinder. Und es wird auch die Sucht der Pädophilie und dieses Missbrauchs und so weiter auffällig werden. Es wird eine heftige Zeit noch auf viele Menschen zukommen und es werden viele Räume gebraucht werden, um Menschen dort noch zu kasernieren und so weiter. Es ist in einer derart vielschichtigen und komplexen Welt, die nun eine neue Komplexität und Vielschichtigkeit umschalten möchte mit vielen Reaktionen darin und einem
Bevölkerung, die nicht einzuschätzen ist. Und deshalb erhält die Menschheit auch sehr viel Deckelung und Informationswellen, die die Menschheit in einem gewissen Tonus halten, damit ein neues Design geschehen kann. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist wahr, dass es den unwissenden Menschen gibt. Und es ist wahr, dass es Menschen gibt, die sehr aufgeklärt sind. Und es ist wahr, dass eine Gesellschaft nicht mit einem plötzlichen Aufriss von Informationen in diese Sache gestürzt werden kann. Es ist alles eine Wahrheit. Es ist auch eine Wahrheit, dass ihr euch langsam dorthin entwickeln müsst in diese neue Zeit. Und so hängt es von vielen Faktoren ab und muss ineinander gleiten von einem Jetzt zu einem Nächsten, sodass die Frage von einem Ziel, wann etwas sein wird, genau diese Entsprechung ist, die wir vor wenigen Minuten mitgeteilt haben, nicht sein kann, in der Zukunft schon gleich gar nicht. Habt ihr das verstanden? Ja, okay, das wurde verstanden. Und die Politik der Zukunft wird eine Politik sein, die den Menschen sieht. Und nicht Seilschaften und nicht die Gewinner, die wenigen Gewinner auf Kosten vieler Verlierer. Bekommen wir denn eine neue politische Führung? Es wird eine zentralistische Führung angestrebt sein. Das haben wir euch an vieler anderer Stelle schon mitgeteilt im Laufe der Zeit. Auch das ist eine langsame Entwicklung, denn im Hintergrund ist diese zentralisierte Politik seit langer Zeit im Gange. Und von dort aus werden sehr verstärkt Informationen von dieser Führungsriege werden Umformungen die nächste Zeit immer stärker dorthin geschehen, dass sich politische Führung auf der Welt für einen Übergang von einer sehr langen Zeit zentralistisch gestalten wird, sodass Zentralismus eine Weltregierung beispielsweise mit regionalen Verortungen von Zuständigkeiten sich entwickeln werden. Die Politik wird sich wie eine Krake eine zentralistische Krakenkopf mit Zuständigkeiten in den verschiedenen Teilen der Welt vor Ort jeweils entstehen. Das ist schon eine verabredete Sache, das ist schon ein Plan, das ist schon lange, ihr würdet sagen, in den Schubladen. Die Kräfte sind informiert, die politischen Kräfte sind informiert und tun ihre Arbeit, um die Menschheit dorthin zu begleiten. Und auch selbst abzudanken. Okay, bekommen wir dann eine andere Gesellschaftsform und eine andere Währung? Auch das wird sich einstellen. In diesem Jahr noch? Es ist ein zu kurz gefasster Zeitraum. In diesem Jahr wird langsam sickern, was auch geschah. In diesem Jahr wird sich die Menschheit von einer Pandemie erholen. In diesem Jahr werden Menschen traurig sein und glauben, dass viele Menschen an einem Virus gestorben sind. In diesem Jahr werden viele Menschen sich neu sortieren müssen, weil ihre gesamte finanzielle und berufliche Situation sich verändert hat. In diesem Jahr werden Menschen sich zusammentun, um neue Seilschaften zu bilden, um neu zu überleben. In diesem Jahr werden Menschen erkennen, dass eine Verpflichtung zu einer Impfung wahrscheinlich doch nicht in der Gesellschaft entstehen wird und so weiter. Es werden in diesem Jahr Veränderungen sein, die zu einem neuen Aufbruch die Menschen anspornen, zu Startgelder gegeben werden, um diesen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Hilfen gegeben werden, um neue Schulsysteme in das Leben zu bringen. Und erst wenn ihr für eine ganze Weile von einigen Jahren, wir haben von 7 bis 8, 9 Jahren gesprochen, das gelebt habt, werdet ihr rückwirkend erkennen, wie es war, was geschah, was durchgesickert ist und wo ihr dann steht. Lebensjahr siebte ist das, worin sind die Räume, in welchen ihr denken müsst. Okay. Epochen. Okay. Okay, hier fragt gleich Moment. Moment, Moment, ich muss jetzt mal lesen. Die Christel fragt nochmal, heißt das, dass nicht mehr die Trennung wie eine Ölschicht, wie ihr es nanntet, bald aufgehoben ist? Nicht bald. Denn die Schichtung der Politik und der Menschheit ist noch eine Weile nötig, um die Situation, die entsteht oder entstand, auf einem ruhigen Geleis noch eine Weile ausgleichen zu lassen, damit es noch für Menschen, die Sicherheit brauchen, die Sicherheit gibt. Mit der Überprüfung von Kontrollinstanzen, dass es für Menschen, die im Aufbruch schon einmal sind, diese Möglichkeiten gibt, mit den Einschränkungen beispielsweise von Gesetzen, damit es nicht zu drastisch auseinandergleitet. Mit den neuen politischen Entwicklungen, damit sich eine Gesellschaft langsam dorthin entwickeln kann, so dass diese noch nicht homogene Situation noch eine ganze Weile brauchen wird. Die gesamte Umstellung wird euch vielleicht noch bis in das Jahr 2023 hinein bewegen, ein Jahr siebt, das sich vollendet, um dann in den nächsten 14 Jahren, 15 Jahren das Neue erblühen zu lassen. Wir haben euch schon einmal mitgeteilt, dass ihr etwa 2050 in einer neuen Gesellschaft auf der Erde lebt. Okay, danke. Die Christel fragt nochmal, es ist an einigen Stellen vom Kaiserreich die Rede. Ist das damit gemeint? Ist das diese neue Form? Es ist nicht von unserer Seite so benannt, so dass wir euch nicht mitteilen können, was ein Mensch meint, der dieses Wort benutzt. Also das ist unsere Antwort. Okay. Wird es die katholische Kirche mit all ihren Dogmen weiterhin geben oder ist sie schon im Begriff der Auflösung? Ist der Papst bereits abgetreten, auch im Hinblick auf diese ganzen pädophilen Verflechtungen? Alle Täter in dieser Sache werden dingfest gemacht und wurden in großem Umfang bereits dingfest gemacht. Es sind drastische Maßnahmen, die ergriffen wurden. Eine astrale Blase, eine Glaubensbewegung wird noch eine lange Zeit bestehen bleiben, denn sie wird genährt von allen Menschen, die diesen Glaubens sind. Und diese Blase, diese astrale Blase, diese Struktur aufrechterhalten werden, dort ihren Trost und ihre Heilung finden und dort einen Anker haben. Das wird sich mit der Zeit deshalb auflösen können, weil es physisch nicht mehr genährt wird. Doch das wird noch eine lange Weile dauern. Okay, danke. Die Christina fragt, die zentralistische Krake bedeutet aber nicht die alte, neue Weltordnung, die den Menschen versklaven wollte? Ihr wäret kurz davor gewesen und die Zeit jetzt ist
der Austausch der Wesenheiten, um das zu verhindern. Während ihr in der Vergangenheit, wir haben euch immer wieder von einer Achteckstruktur berichtet, die eine ansaugende Energie bedeutet, sodass im Zentrum ein Ort ist, wo durch die Kräfte der Menschheit sich stets nähert, immer mehr ansaugt und immer mehr nährt, sodass es sich aufbläht. Nun kann es sich umkehren, dass von dort, von der Mitte in die Welt fließen kann, was an Substanz möglich ist, was den Menschen zugeführt werden kann, um dort eine Bewegung eines Torus, wie wir es beschrieben haben, an allen Seiten entstehen kann. Eine aus einer einseitigen Bewegungsstruktur zur Selbstsucht in einen Austausch mit der Welt, wo die Gesamtmasse an Potenzial gleichermaßen verteilt werden kann. Doch das wird nicht im November so sein. Bleibt okay, ruhig. Das ist ja erstmal ein. Okay, ich bin. Bleibt ruhig und bleibt geduldig und bleibt bei euch. Genau. Die Zeit geht für euch, mit euch. Es ist ja erstmal eine riesige Befreiung zu hören, dass wir diese neue Weltordnung nicht bekommen. Werden wir denn diese Pflichtimpfung bekommen? Noch einmal bitte. Werden wir eine Pflichtimpfung bekommen in Deutschland? Impfpflicht. Die Aufwallungen bis zur Egalisierung der Kräfte wird euch noch manches bescheren. Es wird ein Hin und ein Her geben. Es werden Stimmen laut, es werden Versuche gemacht, es wird eingeführt und abgelegt und so weiter. Genauso, wie es nicht zu verhindern ist, dass Menschen, die in ihrem Wesen die Sucht nach dem Kind, die Sucht nach der Droge haben, das noch weiter leben werden in ihren Wohnzimmern, in ihren Häusern, in ihren privaten Leben. Doch Organisationen, die auf diese Weise gezielt agieren und die Welt unterjocht haben, werden aufgelöst und sind im Begriff, mit drakonischen Maßnahmen zerschlagen zu werden. Doch das Einzelne in den eigenen karmischen Pulloverkrägen wird sich noch eine ganze Weile austoben. Und so werden auch dort noch viele Menschen der Medizingläubigkeit und der Angst und dem Bedürfnis dieser Unterstützung von dort weiter folgen. Und es werden noch viele Menschen das andere propagieren. Und wir haben euch immer mitgeteilt, bemüht euch, im Frieden mit den Gesetzen zu sein und gleichzeitig richtet euch darauf aus, wo ihr weitestgehend das eigene leben könnt, denn dann setzt ihr euch für das ein, was in Harmonie sein kann, wenn ihr erkennt, dass es Wesenheiten dient, die sich bereichern. Es wird noch eine Weile so gehen und ihr werdet nicht erleben können, dass es einen Vater gibt oder eine Mutter, die nun die Welt rettet. Die Menschheit hat die Welt dorthin gebracht, und die Menschheit muss die Welt selbst retten. Ihr habt Unterstützung bekommen für etwas, was an Überhand gewonnen hat. Und gleichzeitig ist der freie Wille immer noch vorhanden. Der freie Wille wird weitergehen. Der freie Wille wird euch in euren eigenen Leben begleiten, alle Tage, in jedem Moment. Und es bedeutet, dass ihr neutral lernt, dass ihr lernt, neutral zu werden, dass ihr lernt, die Harmonie zu erkennen und die Disharmonie davon zu unterscheiden. Und so braucht es noch für viele Menschen viele Erfahrungsmöglichkeiten. Und eine Frage, ob ihr eine Impfpflicht erleben werdet, ist eine Frage aus der Angst. Wenn ihr eine Pflicht zu einer Impfung erlebt, so ist es an euch,
euer Leben dahingehend zu gestalten, dass ihr euch für eine andere Sache einsetzt und für diese Sache lebt. Und nicht, ob ein Schutz durch einen Überstaat, einem Übermutter, einem Übervater euch weiterhin das auferlegt, was in der Vergangenheit schon geschah. Der Übergang fordert, wir sagen es noch einmal, der Übergang fordert die Meisterschaft jeder einzelnen Seele. Habt ihr das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Vielleicht könnte man das auch so in so einem Satz zusammenfassen. Wir, die Menschheit, sind der Prozess, oder? Das ist korrekt. Und in diesem Prozess seid ihr zur Meisterschaft aufgerufen. Und in diesem Prozess habt ihr Unterstützung, damit das Unbewältigbare von einer radikalen Hand, das ist die Hilfe. Und das Schiff retten muss die Menschheit selbst. Okay, danke. Die Ursula fragt noch mal, wie ist das mit den 3 Tagen Dunkelheit? Werden wir mit Stromausfällen und Netzwerk-Blackouts nun doch noch zu rechnen haben in der kürzeren Zeitperiode von 3 Monaten vielleicht? Zunächst einmal würden wir euch gerne sagen, wenn ihr weiter keine schwierigen Probleme habt, als 3 Tage ohne Elektrizität zu sein, so wundern wir uns, wie ihr es zigtausende von Jahren ohne Elektrizität geschafft habt. Möglicherweise werden euch Kommunikationsmöglichkeiten gesperrt. Wahrscheinlich in jedem Fall situativ. Möglicherweise werden die Umstellungen von verschiedenen oder die Einwirkungen in diesen Operationen dazu führen, dass ihr reduziert seid in manchen Dingen. Doch es gibt keinen Plan einer drei. Wir nehmen es nicht wahr, dass es einen Menschen gibt, eine Organisation, einen Plan, die 3 Tage einen Hauptschalter umlegt. Es wird das eine und das andere sein und ihr werdet in der Tat auch mit weiteren Veränderungen der Magnetfelder rechnen müssen, die überhaupt nichts mit diesem Prozess zu tun haben, denn gleichzeitig laufen kosmische Prozesse, die zu chaotischen Situationen führen werden in der Zukunft, an die ihr euch angleichen müsst. Wenn ihr euch sicher fühlen wollt, so zieht euch auf euren Raum zurück, in euren Kleidungsstücken, in euren Pullovern, auf euren Ohrensesseln. Ihr seid beschützt in euren Körpern, wenn ihr in der Ruhe seid. Denn es gibt immer einen Schritt danach. Es gibt immer ein Morgen. Und auch für Seelen, die aus dem Körper desinkarnieren, gibt es eine Welt dahinter, einen Weg zwischen dieser Inkarnation und der nächsten, und ihr seid beschützt, auf diesem Planeten den Weg in die Harmonie zu gehen. Fürchtet euch nicht die ganzen Tage. Das ist die wesentliche Antwort auf die häufig gestellte Frage, ob ihr abgeschalten werdet. Okay, danke. Der Volker fragt nochmal: Trinkwassersituation. Wird unser Trinkwasser trinkbar bleiben, ohne dass es mit Giften oder anderen Chemikalien versetzt wird in dieser Zeit? Es gibt kein Trinkwasser, das nicht von Chemikalien und Giften durchsetzt ist. Es gibt Trinkwasser, das durch Läuterungs- oder Reinigungsprozesse im Gestein ein klareres ist als ein Wasser, das die Stadt verlässt. Und so gibt es keine Wässer, ihr seid, die frei sind. Ihr seid ohnehin manipuliert durch viele Gifte, die in der Vergangenheit schon bereits in die Umwelt gebracht wurden, um euch auch böswillig zu manipulieren, so könnte man es nennen, missbräuchlich zu manipulieren. All das braucht Zeit, bis sich der Planet erholt. Von manchem wird er sich nur erholen, weil Pflanzenspezies entstehen werden aufgrund der chemischen
Schieflage, so können wir es nennen, die sich von diesen chemischen Abfallprodukten ernähren und somit eine Harmonisierung stattfindet. Der Planet ist darauf ausgerichtet, sich stets selbst regulieren zu können. Die Situation, dass es kippt, war nah oder ist nah, so dass eben starke Kräfte eingesetzt werden und wurden, das nun in eine neue Richtung zu bringen. Aber es wird dauern, mindestens 300 Jahre, wie wir euch immer wieder mitteilen. Und bis ihr wirklich damit durch seid und eine Gesellschaft auf einem, eine liebende Gesellschaft auf einem heilen Planeten leben werdet, wird es noch weitere Zeit brauchen. Über die 300 Jahre hinaus. Okay. Was sind 300 Jahre? Rechnet zurück. Im Jahr 1700. Es ist erst gewesen. Okay. Da wir ja Schöpfer sind, gibt es eine Formel? Könnt ihr uns eine Formel benennen, die wir, wie wir mit unserem Wasser sprechen können, damit das immer für uns genießbar ist? Eine Formel sprechen? Eine Formel sprechen, wie zum Beispiel, das ist die Urquelle oder du bist Ursprung oder sowas. Gibt es da eine Formel, die wir mit dem Wasser, also die wir in das Wasser hineinsprechen können, dass es für uns immer genießbar ist? Hohe Schwingung und Liebesenergie ist Entsprechung von Gold. Neutralität ist die Entsprechung der Schwingung Rosa. Und diese beiden Qualitäten zusammen sind eine Harmonisierung des Wassers, das durch euch fließen kann. Wenn ihr nicht, ihr müsst es nicht sprechen. Es ist eine Welle, die ihr einladen könnt. Ihr könnt darum bitten. Ihr könnt es gemeinsam denken. Ihr könnt es fühlen und könnt eine Antenne dafür bilden mit eurem Willen. Um dann beispielsweise Seen, Flüsse oder anderes Wasser damit zu energetisieren, wenn ihr so wollt, verändern. Wenn ihr es dann irgendwo stehen habt, wo wieder disharmonische Energien sind oder andere Informationen sind, wird das Wasser sofort die Information des Umfelds wieder aufnehmen. Und auch das wird dann die gleiche Entsprechung in eurem Körper sein, denn eure Körper sind Wasser und eure Körper nehmen diese Entsprechungen auf, so dass ihr auch gleich eure Körper als Hauptelement Wasserträger dahingehend informieren könnt, dass ihr in euch Gold und Rosa seid und mit dem Wasser, das ihr in euch aufnehmt, dass ihr auch als ein gold-rosafarbenes Wasser belebt, wenn ihr so wollt, es dann mit euch in einem Gleichklang ist. Ihr müsst nichts sprechen und ihr müsst nichts tun. Bittet um die Farbe Gold und Rosa und die Harmonisierung findet statt. Sehr wertvoll. Danke für diese Antwort. Freuen wir uns alle ganz sehr. Okay, die Edith fragt, es wird immer wieder vom Korallstrahl gesprochen, dient dies dem Kollektiv? Das ist korrekt. Okay, die Christel fragt, könnt ihr nochmal genau die Aufgaben der Deutschen mit dem Torus ausführen? Das hat sie nicht so richtig verstanden. Eine geografisch zentrale Rolle und eine politisch zentrale Rolle spielt das Land, das ihr Deutschland nennt, weil es eine Mittelposition zwischen den Welten, die ihr als Ostwelt und Westwelt bezeichnet habt, spielt. Wenn von dort Bemühungen und Kommunikation
integriert wird, zusammengetragen wird aus der Welt und gleichermaßen von dort Bemühungen und Kommunikation in die Welt geht, in alle Welt. So ist es eine Bewegung in die Welt und die Aufnahme aus der Welt und die Bewegung in der Welt, die zu einer Bewegung des Perpetuum mobile, dieser Blume des Lebens, wenn ihr so wollt, in verstärktem Maße führen kann. Okay. Die Nicola fragt, was meint ihr mit chaotischen Prozessen in Zukunft durch kosmische Einflüsse? Könnt ihr uns Beispiele oder ein Bild geben? Noch einmal bitte. Würdet ihr die Frage bitte noch einmal wiederholen? Ja, ich muss immer umstellen, weil dann der Ton besser ist. Was meint ihr mit chaotischen Prozessen in der Zukunft durch kosmische Einflüsse? Könnt ihr uns Beispiele oder ein Bild geben? Ein Beispiel ist die Veränderung der Magnetgitterstruktur durch eine Höherschwingung aufgrund der Reise des kosmischen Raumes, denn das Universum als ein Torus in sich bedeutet Bewegung, bedeutet Reise der planetaren Räume, der solaren Konstellationen, so dass diese Reise Schwingungsveränderung bedeutet, Schwingungserhöhung aufgrund einer Zubewegung auf einen hochenergetischen Raum. Und dort verändern sich Magnetgitter, dort verändern sich Magnethüllen, dort verändert sich das die Rotationsbewegungen von Planeten, es verändern sich die Zusammenspiel von Sonnensystemen und die magnetischen Bedingungen in den Körpern der Menschen, der Tiere, der Pflanzen und der tellurischen Ebene, so dass das zu einer starken chaotischen Veränderung in der Zukunft zusätzlich führen wird. Und ihr dort hinein mutiert. Danke. Wir sind jetzt bald am Ende. Die Birgit fragt nochmal, wir werden als... Ist das die Antwort auf diese Frage? Ja, ja, danke schön, sagte Nicole. Nicola, Birgit fragt, wir werden also alle weiterhin mehrfach inkarnieren. Das ist ein ewiger Kreislauf der Weiterentwicklung der Menschheit, Fragezeichen. Das ist korrekt und danach geht es woanders weiter. Wo wollt ihr hin? Wo wollen wir hin? In einem Universum, das ein Teil vieler Universen ist. Es gibt keine Hintertür. Okay, Christel fragt noch, ist es so, dass durch den Deep State technische Erfindungen, die uns auf umweltfreundliche Art, zum Beispiel reisen oder heizen oder gesund werden lassen, unterdrückt wurden und sie stehen uns nun wieder zur Verfügung? Auch das ist korrekt. Juhu! Okay, das lassen wir jetzt als Schlusswort stehen. Würde ich mal sagen, es ist schon 9:10 und wir wollen jetzt gerne diese wunderbare Botschaftsserie jetzt hier beenden. Und wir haben natürlich irgendwann demnächst noch eine Fortsetzung und da freuen wir uns alle schon drauf. Und jetzt ist vielleicht die Zeit, in den Segen hineinzugehen. Fürchtet euch nicht. Ihr seid geliebt und geschützt. Ihr seid ausgedehnte Wesen in einem Ausmaß, das ihr euch nicht vorstellt. Ihr seid Anker einer hohen Frequenz auf dem Planeten und ihr geht den Weg der Liebe. Fürchtet euch nicht. Seid bei euch und lasst euch treiben durch die Zeit der Turbulenzen im Vertrauen auf eine bessere Zukunft, die ihr euch erschaffen habt, weil ihr das Herz gebildet habt und euer Bewusstsein erweitert. Wenn ihr es wünscht und erlaubt, durchströmt euch jetzt die Farbenergie, die ihr jetzt gut brauchen könnt. Ja, wünschen und erlauben wir. Es ist das Korall.
des Miteinanders in Liebe und Achtsamkeit. Es ist das Gelb der Leichtigkeit und der Trägerwelle und auch ein bisschen des Humors, wenn ihr ihn euch gestattet. Es ist das Weiß der klaren Wahrnehmung, der reinen Absicht und des punktierten Zuhörens. Es ist das Blau der Unterscheidungsfähigkeit, das Rubin der Verankerung, das Rosa der Neutralität und das Gold des Schutzes und der Ausdehnung. Einen Moment bitte. Und das Silber der Manifestation. Wir danken euch. Und verabschieden uns. Wir danken euch und verabschieden uns auch. Hallo. Hallo zurück. Ich verlese schon mal hier die ganzen Ansagen. Super, danke. Wow, danke schön für die Vielfalt und die Tiefe der Informationen. Danke für die Fragestellung. Vielen lieben Dank von Herzen Dank. Vielen lieben Dank, danke vielmals, vielen Dank, herzlichen Dank. Alles danke, alles gut. Ich danke super. Euch auch. Wir danken dir, liebe Sabine, es war super spannend. Du hast uns wieder so tolle Botschaften jetzt hereingebracht, mit denen wir weitergehen können und einfach nur klasse. Danke auch. Von Herzen. Alles Liebe euch allen. Danke, dass ihr da seid und dass wir miteinander in Harmonie schwingen dürfen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Auf bald, genau. Tschüss.